Hallo zusammen. Wir wollen heute eine Übung machen, die ihr schön für euch verinnerlichen könnt, nehmen könnt als Werkzeug für den Aufbau von Funktionalität in Sachen Kampfkunst, egal welchen Stil ihr betreibt. Stile sind nur Namen und dadurch auch natürlich Limitationen. Und die Übungen, die wir jetzt machen, sollen euch große Freiheitsgrade vermitteln. So, ihr nehmt jetzt den Stock, positioniert ihn vor ungefähr eurer Brusthöhe. Mit beiden Handflächen haltet ihr die Stockenden und jetzt übt ihr einen Druck aus, der Handflächen aufeinander zu. Das heißt, als wenn ihr den Stock eindrücken möchtet. Also nach da. Haltet diesen Druck konstant, nicht zu viel, aber auch natürlich nicht ganz locker halten. Ganz klar. So, schön konstant, das ist das wichtige Wort. Macht das für ein paar Sekunden. Und jetzt fangt ihr an, die Position des Stockes zu verändern. Aber indem ihr nicht den Druck nachlasst, sondern eigentlich eure gesamte Körperstruktur haltet. So wie ich es jetzt mache, zum Beispiel nach links von mir aus gesehen. Schön halten. Jetzt geht ihr wieder zurück. Und das gleiche einmal nach rechts. Und wieder zurück. Jetzt geht ihr einmal nach oben. Wieder zurück. Einmal nach unten. Von da aus wieder zur Seite. Wieder zur Seite. Wieder nach unten. Jetzt einmal nach oben. Zur Seite hier. Zur Seite da. Zur Seite da. Nach unten. Nach oben. Und wichtig ist bei dieser Übung, den Druck konstant halten.